damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wieso geht der Anfangslag eigentlich immer erst los, wenn ich die Kamera starte? Ich habe extra gerade gewartet, dass da nichts passiert, aber als ich die Aufnahme gestartet habe, ging es dann los. Wir sind... Was? Der Wolke meint übrigens, man kann da auch durchlaufen. Gefahrlos? Da passiert nichts, okay. Da passiert wirklich nichts. Wir haben keine von diesen komischen Baumsetzlingen mehr, ne? Ich weiß auch nicht, wie man die bekommt, ehrlich gesagt. Alter, unser Inventar ist auch so krass voll einfach nur. Aber es fehlt die eine. Keine Ahnung. Irgendwas haben wir ja auch angepflanzt, ich weiß bloß nicht, was war. Grafikbugs. Oh, hier können wir mal ein Feuer anzünden, weil wir es einfach können. Einfach, weil wir es können. So, dann esse ich mir mal ein Lurch, ist auch eine geile Aussage. Wir haben auch nichts dabei, wir sind voll ausgerüstet, wir können... Ups, ich hoffe, das waren keine Blaubeeren. Wenn, ist mir auch egal, weil ich habe es nicht gesehen. Von daher, können es Bären gewesen sein. Hallo? Du darfst ruhig das... Okay, heute wieder keine Blaubeeren. Schade, schade eigentlich. Theoretisch könnte ich jetzt so lange neu laden, bis es Blaubeeren sind, aber... Oh, Lurchi. So, super. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt... 5 Lizard und 2 Stealth. Das gefällt mir, in der Tat. Ich würde gerne heute in der Aufnahme... Zuallererst mal den Wall fertigstellen. Der ist ja jetzt langsam überfällig. Da ist jetzt auch nicht mehr viel zu tun. Da fehlt jetzt nur noch da drüben das Stück. Hier das Stück. Da das Stück meine ich. Und dann war es das ja. Also brauchen wir jetzt theoretisch... Ja, es werden bestimmt... Lass mich raten. Ich schätze jetzt einfach mal so... Und das wollte ich mal gucken. Das geht leider nicht kaputt. Jetzt bin ich natürlich... überfragt... wo sich hier die Schlitten jetzt befinden. Wir haben 2, aber ich sehe gar keinen mehr. Drüben haben wir jetzt die ganzen Stickies noch, die Sticky-Behälter. Haben wir ja gesagt, sammeln wir jetzt hier so lange. Wundert mich gerade, dass ich so viele Sticks immer mitnehmen konnte. So. Tue ich auch mal da drauf platzieren, dann haben wir hier noch 2, können wir den noch? Okay, bevor wir jetzt weitermachen, will ich ganz kurz gucken. Die Keule hat 55 Zähne, wir haben auch keine Zähne mehr, auch keine Federn mehr, aber die schwingt eigentlich ganz beträchtlich. Darum mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass da irgendwie einer meint, hey, ich bin auch da. Und fange einfach mal... Nee, Moment, da brauchen wir eh keine. Wir haben genug Essen, wir haben genug Lurch heute. Ich würde mal, can be used as a weapon or to chop down plants and trees. Probier die mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 15, 16, 17, die brauchen noch, nee, die können auch 16 gewesen sein. Ja, super, gut, okay, der fällt da lang. Finde ich die aber trotzdem besser. Weiß nicht warum, die ist irgendwie leiser. Die ist einfach leiser. Naja, egal. Also wir werden jetzt hier... Ich versuche momentan einfach mal alle Aufnahmen mit Webcam zu machen. Zudem werde ich wahrscheinlich auch noch eine kleine Ankündigung machen auf dem Kanal, dass jetzt The Forest... täglich, ich versuche es täglich, da werden, bin halt, die Folgen sind schon immer 30 Minuten lang oder so, weil ich habe einfach zu viel Forest. Und ich überlege, ob ich, was habe ich gerade getroffen? Ich habe gerade irgendwas getroffen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas habe ich gerade
erwischt. Könnte ein Vogel gewesen sein vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich schnapp mir mal schnell zwei Baumstämme. Und platzieren wir die hier noch rein. Und dann begebe ich mich mal ganz kurz zur Ruhe. Hier unten. So. Das war eine kurze Nacht. Braucht keiner. Die ist schon wieder zu. Die auch. So. Wir sollten uns davon vielleicht noch mal ein paar mehr machen dann später. Sonst komme ich auch mal hier hoch. Hier geht's irgendwie besser. Wenn das so dämmert, sieht man echt beschissen wenig. Ah, jetzt besser. Musst du nur dem Spiel sagen, das Spiel reagiert schon drauf. Das merkt dann, oh, okay. Ja, der findet das gerade nicht so dolle Dufte. Da drüben ist ja auch immer noch die Höhle. Ich tue gerade ein bisschen abseits der Höhle arbeiten, weil ich jetzt eigentlich keine Lust habe, dass die ganze Zeit Barbaren kommen. Oder Mutanten oder... Klaus-Dieter Albrecht von Bisswanger. Keine Ahnung, wie auf diesen Namen jetzt gerade gekommen ist. Frag mich bitte was Leichteres. Wie die Realivitäts... Ich krieg's nicht hin. Ich wundere mich aber, ich sehe auch hier... Ich sehe auch hier... keinen Wagen von uns. Wir haben zwei. Die sind auch irgendwo in der Nähe. Ich bin der Vermutung, dass da unten einer noch steht. Ich kann es aber nicht genau sagen. Machen wir den erstmal zu Ende. Ich glaube, das war gerade ein Blaubeerbusch. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es nicht. Aber wie gesagt, solange ich es nicht gesehen habe, ist es mir eh egal. Und ich versuche die Webcam jetzt auch mal ein bisschen mehr anzugucken und ein bisschen mehr damit zu arbeiten. Ich habe... Super. Ich habe beim letzten Mal mir die Aufnahme danach mal angeguckt und ja, naja, man hätte schon öfters mal reingucken können. Ist halt ungewohnt für mich, so viel mit Webcam zu arbeiten. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass es irgendwie der Twitch-Stream ist oder so und... Ich habe da hinten, glaube ich, gerade irgendwas gesehen. Wenn wir weiter in die Richtung von dem Wald da gehen, dann haben wir da oben auch bald, das fände ich sehr geil. Wenn wir in die Richtung weiterarbeiten, haben wir da oben bald ein, das Kräuterfeld ist ja da oben. Wenn wir das irgendwie abholzen könnten, dass da keine Bäume mehr stehen, dass man sozusagen eine Lichtung hat, eine helle, das fände ich schon sehr nice, weil dann könnte ich da Kräuter sammeln und würde sofort feindliche Feinde, ja, so nennt sich das, bemerken. Ich brauche gar keine Angst haben. Die Viecher kriegen mich eh nicht tot. Da müsste schon eine ganze Patrouille jetzt vorbeikommen, damit ich ernsthafte Probleme kriege. Und selbst dann kann ich wegrennen. Und mich verschanzen irgendwie. Lalalala. So. Der fällt nach... Da ist auch gerade dieses, so in die Sonne gucken ist echt so richtig. Und hier sehe ich ja von weitem, wenn die kommen, also so ist es ja nicht. Ich glaube zwar nicht, dass denen das gefällt, dass ich... Aha. Ich glaube zwar nicht, dass denen das gefällt, wenn ich in ihren Wald hier zerholze, aber... Hat mich mal jemand gefragt, wie mir das gefällt? Moment, ich will mal ganz kurz B. Storages. Pff, weißt du was? Man muss auch einfach mal demonstrieren. Hä? Man muss auch einfach mal demonstrieren, dass man es hat, ne? Also es, so ist es ja nicht. Man muss auch einfach mal sagen, hier, ich bin rich bitch und deswegen kann ich hier einfach mir noch so ein Ding machen, obwohl ich noch zwei hab davon. Irgendwo. Ich bin bloß zu faul zu suchen. Das kann man ja mal machen.
Ich habe vorhin so viele. Kann gar nicht sein, dass die alle weg sind. Ich habe vorhin so viele Sigi-Bäume umgeholzt. Alle weg. Oh, da ist noch einer. Dann nehme ich mir gleich mal zwei von den Freunden mit. Hey, wo ist er denn? Ach da. Echt jetzt? Ob ich die halt hier ist mir auch egal. Die müssen doch irgendwo noch Stigis rumliegen. Ich meine, ich kann jetzt auch mal hier einfach ein paar nehmen, aber eigentlich müssten genug rumliegen. So. Ich hätte jetzt auch eigentlich an diese Vorräte gehen können, aber die sind gerade so schön aufgefüllt, deswegen dachte ich mir. Alter, ey, hä? Das war doch. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Sind doch zwei gewesen. Warum habe ich denn jetzt gerade nicht zwei gehabt? Ich habe zwei gehabt und. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Wo sind jetzt die beiden? Was? So. Frag mich gerade, wo die beiden Baumstämme sind. Die habe ich jetzt hier hergelegt. Die müssen ja irgendwo hingerollt sein. Ich meine, früher oder später finde ich sie eh wieder, aber. Steak? Die müssen doch. Sind die. Ach ja. Sehr schön, da haben wir sie gefunden. Das freut mir. Und welche Barbaren sind auch noch nicht aufgetaucht. Ich. Stech, ich habe was gehört. Ich achte jetzt auch drauf, dass ich nur den Wagen immer voll mache. Machen wir mal hier ganz einfach, machen wir das hier auch mal. Oh, das ist, diese Holzstorage, das ist halt ein, muss man nicht haben, weil die Bäume wachsen ja momentan eh nicht nach, deswegen bringt es nicht viel. Oh, wo ist er hin? Ach da. Deswegen bringt das nicht wirklich viel, wenn man sich Holzstorages anlegt. Weil der Wald ist dann weg, der Storage steht da und ja, das war's dann auch. Okay, weil ich achte darauf, dass ich selbst nichts dabei habe, damit ich schnell reagieren kann. Ja, ja, also mache ich jetzt so, habe ich. Werde ich auch keine Ausnahmen machen oder so, weil ich mehr Holz transportieren will. Nee, 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 ist so. Ich frage mich auch, wie der eigentlich. Der hat ja zwei Baumstämme in der Hand, ne? Der wird sie ja nicht mit einer Hand tragen können. Der wird ja dafür schon beide Hände nehmen. Wo zum Teufel hält der also den Wagen fest? Na, wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. So, kann man hier noch. Ah, okay, jetzt ist die Wand auch fertig. So. Wir haben noch ein Gavarok. Ich glaube, den Gavarok brauchen wir für die eine Behausung, die wir weiter weggebaut haben. Um durch die Nacht zu kommen. Mir wäre so, als hätte ich was gehört. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich kann mich, wie gesagt, auch täuschen. Ich gehe mal ganz kurz ein Lurch essen. So. So, Lurch verknopsen. Super, dann kommen wir mal ganz kurz. Da ist genau vor meinen Augen gerade die Falle zugegangen. Und ein Häschen ist drinne. Wo ist da drin? Noch ein Häschen. Ja, heute ist mein Glückstag. Heute gibt's Häschen. Und das ist ein Lurch. Aber die Lurche lasse ich momentan in Ruhe. Wie gesagt, ich habe genug. So, jetzt vorsichtig C drücken, damit er auch drinne ist, der Hase. Ich raffe halt nicht ganz, warum. Also, die scheint sich nicht fortzupflanzen. Ich weiß auch nicht warum. Ich werde auch mal jetzt ein bisschen tierlieber hier arbeiten, muss ich gestehen. Gefällt mir nämlich nicht so ganz. E. C. Und zwar werde ich jetzt mal
Custom Buildings. Rabbit Cage. Ich werde mal noch einen aufstellen. Vielleicht hier. Weil es mir einfach, das ist mir ein bisschen zu... Ich sag mal, 4 Hasen im eigenen Käfig sieht scheiße aus einfach. So, dann gehen wir mal da runter, machen kurz die Fallen wieder an. Na. Und du auch noch. Super. Wir müssen auch langsam mal die Holz-Storages hier auffüllen, ne? Ich fülle die ganze Zeit da hinten die Storages auf, mehr oder weniger, aber... Ja, los, komm, spring drüber. Hallo? So. Ah ne, da ist noch was drauf. Da, stopp. Obwohl, egal, dann fahre ich den Schlitten gleich mal dahinter, weil den Rest braucht man ja hier hinten. Hallo? Hab ich den geschoben die ganze Zeit oder was? Kann durchaus sein, ich weiß nicht. Dann hole ich meinen Rest Holzes von dem Wald da drüben und dann gehen wir hier hinter uns in den Wald, da weil wir Schlitten nach oben. Weil wir jetzt hier sonst einen übelst langen Weg hätten. Auch wenn mir der Wald hier ein bisschen sicherer vorkommt als der andere, aber... Pff. Verstehe nicht ganz, warum er manchmal den Schlitten so seltsam anfasst oder loslässt oder weiß nicht, was genau er damit symbolisieren möchte. So, hier liegen keine mehr. Was ist das denn? Das ist die eine Höhle. Ich habe übrigens noch ein bisschen Multiplayer getestet, muss ich gestehen. Weil ich ja mit dem Wolke versuchen will, ein Multiplayer-Spiel zu machen, aber wir kriegen es nicht hin. Wir haben uns zwar jetzt Hamachi geholt, haben es auch einige Baumstämme hier erwecken irgendwie einen recht gruseligen Eindruck, muss ich gestehen. So, C. Nur Steine. Liegt denn hier noch was? Was ist das schon wieder mit dem Baumstamm? Haben wir nur so wenig abgeholzt? Ich schaue gerade. Lassen die... Okay. Die lassen auch nichts troppen. Ich schau gerade mal hier oben, ob hier oben noch was liegt, aber... Hier könnte man auch schön durchs Gebüsch gehen, was die Baumstämme angeht. Die... Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann es auch nicht anschlagen. Jetzt habe ich mich... voll vor den Donner erschreckt. Ja, wegen dem einen Baumstamm ist jetzt super. You can't carry any more sticks. Ich würde eigentlich den Schlitten nehmen. Schlitten nehmen. Meine Fresse. Ich guck mich gerade noch ein bisschen wegen feindlich gesinnten Feinden um. Es gibt auch freundlich gesinnte Feinde, deswegen muss man sich vor allem vor den feindlich gesinnten Feinden umgucken. Die sind nämlich besonders schlimm. So, bevor ich da das sinnlos scheiße laber. So. Flupp. Und dann nehmen wir den Baumstamm und integrieren ihn. Lass dich integrieren! So. Dann. Wir haben noch den Weak Spear, wir haben noch den Upgraded Stick. Den würde ich gerade mal nutzen, um mir mal wieder das Gebüsch zu schlagen, weil ich das doch recht nervig finde, weil sich die Eingeborenen da ein bisschen leicht anschleichen können. Kann man die essen? Ja, kann man essen. So. Ich bin meine Pilze immer noch nicht so ganz schlau geworden. Einige gelbe kann man, einige gelbe nicht. Ich weiß, dass man die Fliegenpilze nicht essen darf und dass man
war's eigentlich. Ich weiß, dass man ihn nicht fliegen sieht, nicht essen darf. Punkt. Blaubeeren. Noch mehr Blaubeeren. Gut, dann wollen wir mal Blaubeeren. Das war's. Und dann hier noch Blaubeeren. Sehr schön. Habe ich denn jetzt eigentlich wieder... Ne, habe ich nicht... Ich weiß gar nicht, wo man diese Triceps herbekommt. Ich kann mal probieren, indem ich einfach mal... zum Blaubeerbusch zerschlage. Das tut mir jetzt zwar leid um den Busch, aber... Ne, da hat man nur Leaves collected. Auch so collectet man nur Leaves. Und was ist, wenn ich das kaputt mache? Gibt auch nur Leaves. Ich werde daraus nicht schlau. Ja, steht ja eigentlich ganz gut. Erkennt man auch. Ich mach mal hier ein bisschen Brandy. So. Dann meiden die ja irgendwie die Gegend. Hoffe ich. Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt Six dabei, die wollten wir ja jetzt einlagern. Stopp, das machen wir noch vorher. Bevor ich runtergehe und gucke, was unten noch so ist an Wegen und so, gehe ich jetzt einfach mal hierher und lager die ganzen Sticks ein, die ich jetzt habe. Von da hinten. Sonst nehme ich mir das noch tausendmal vor und mach's nie. Ah, stimmt, das haben wir. Ah, das X ist. Ja, stimmt. Die entstehen manchmal. Man kann sich so ein bisschen mit Schlamm bedecken. Dann kriegt man nochmal zusätzlich Stealth, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, kann auch sein, dass ich Schwachsinn erzähle, aber ich glaube, man bekommt dann auch zusätzlich Stealth, wenn man das macht. Ich kann nicht wundern, was das sein soll, aber. Auch da waren jetzt nur Leaves drin. So. Ich würde gerne, muss ich gestehen, so Felsen zerkloppen können auch. Abarbeiten wäre, genau wie Bäume, wäre es eine coole Option eigentlich, wenn man Felsen abarbeiten könnte. Steine habe ich voll, aber da habe ich sowieso drei Gitter voll, von daher ist das vollkommen egal. Jetzt habe ich, glaube ich, von jedem ein bisschen was weggenommen. Ich speichere mal gerade ab, weil ich gerade bei Leben stehe. So, unsere Ausdauer ist noch ein bisschen im Arsch. Ich könnte mal die Blütenmixe probieren, die kann man ja essen, um Stamina zu bekommen. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber ich glaube... Moment. So, dann da drüben. E. C. Das sind da zwei, das sind da zwei und da ist da einer. Zwei ist okay. Wenn die mal wirklich Babys kriegen sollten, schaffen die es auch zu zweit. Und dann kommt mir das hier nicht ganz so wie Massentierhaltung vor. Und da bin ich sehr glücklich drüber. So. Hallo? Nein, nicht. Kommt er da nicht drüber? Was ein Bimbo. Dann, hallo? Hä? Hallo? Gehst du da mal drüber? So? Vielleicht ein bisschen? Keine Ahnung, was da gerade für ein Problem hatte. Was ist das denn? Ach so, ein Hase. Ist nur ein Hase. Hase. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. Dann haben wir da noch ein bisschen was. Hab ich das Gefühl, ich hätte was gehört. Wird schon wieder Nacht? Echt? Okay, dann werde ich jetzt die Stöcker wegbringen. Dann gehen wir auch schlafen. Nochmal abspeichern vielleicht dann. Und dann werde ich...
So, erstmal noch abspeichern. Und dann schlafen wir mal doppelt. Ach, jetzt habe ich abgespeichert nochmal. Z. Z. Super. Tag vorüber. Nacht vorüber. Oh, ich habe einen Stein gefangen. Mh, toll.